Wir sprechen auf der Bühne und auch vor dem Kongress wusste ich auch noch nicht, was die Wassenaars Abkommen waren. Ich habe jetzt gelernt, dass es ein internationales Abkommen ist, das einige Sicherheitsimplikationen für uns hat. Und die Details werden euch von Walter, von Nate, von Meredith Patterson und Richard Tynan erklärt werden. Einen herzlichen Applaus bitte. Vielen Dank. Nur um uns selber vorzustellen, mein Nachbar ganz links ist von der EFF, ist Meredith. Meredith ist hauptsächlich für die Sprache der Sicherheit, was ich eigentlich den Code nenne, aber Richard ist der Haupttechniker für Privacy International. Und ich bin nur ein lauter Mund, der ein Panel angemeldet hat. Ich versuche die Sachen halt weniger falsch zu machen. Was wir in der Kürze tun ist, was ist Wassenaar? Was für eine Art von Problem ist es für die IT-Security? Wie sind wir hierher überhaupt angekommen? Wir hatten eigentlich auch nicht vorgehabt, ein Panel an dem Programm. Wir dachten eigentlich nur, dass wir das 10 Minuten machen oder so. Also wir wollen Fragen an die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer haben, weil wir wollen eine Konversation in Gang bringen. Okay, Wassenaar, was ist das? Es ist ein sehr feiner Vorort von Den Haag in den Niederlanden. Der König lebt dort mit ghettoisierten Orten wie dem, den ihr seht. Außerdem berühmt bei fast allen industrialisierten Nationen über ein Abkommen über Exportkontrollen zur Waffentechnologie, hauptsächlich konventionelle Waffentechnologie. Also fast alle NATO-Mitglieder, Russland, die meisten Mitglieder des früheren Warschauer Pakts sind außerdem sind auch Unterzeichner von Wassenaar. Technisch ist es, also rechtstechnisch ist es kein Vertrag, sondern hat einen geringeren, untergeordneten Status im Völkerrecht, internationalen Recht. Aber es setzt also politische Gesetzregeln fest. Und Dezember 2013 hat nicht viel betroffen, was Computersicherheit angeht, außer Kryptographie. Aber im September 2013 einige neue Elemente wurden hinzugefügt. Das erste war Überwachungstechnologie. Das zweite war Intrusion Software, also Software zum Eingreifen in Systeme und Eindringen in Systeme. Das ist die Definition von Überwachungssystemen. Im Prinzip alles, was IP-Pakete abfangen kann. Und was auf verschiedene Selektoren angesetzt werden kann. Definitionen habe ich hier nicht, weil es so viel Spaß macht, sie zu lesen, aber aus meiner Perspektive ist es, ich bin jemand, der interessiert in Recht und Technologie und diese Idee, dass Überwachungstechnik eine waffenähnliche Technik ist, die es wert ist, reguliert zu werden, weil wir sie nicht in die falschen Hände fallen lassen wollen. In diesem Prozess es gab sehr lustige Ausnahmen, die gemacht wurden für solche Technik. Zum Beispiel, wenn es sich um Werbemaßnahmen, Werbezwecke handelt, wenn es um Quality of Service, also Netzwerkmanagement ging oder um Qualität der Erfahrung, dann wurde es auf einmal nicht so kategorisiert. Und ähnlich ist es mit der Definition von Intrusion Software. Also das Herausziehen von Daten oder Informationen von einem Computer oder Netzwerk oder einem netzwerkfähigen Gerät
oder die Modifikation von Systemdaten, Userdaten oder die Abänderung von des Standardablaufpfades eines Programms oder Prozess, um externe Anweisungen laufen zu lassen, ist die Definition. Aber was ist, wenn JavaScript zum Beispiel von außen an einen Browser geschickt wird, ändert das nicht die Art und Weise, wie der Browser abläuft? Ich denke, ja. Es wäre vielleicht eine etwas breite Definition, aber um euch eine Idee zu geben, warum wir das jetzt hier gebracht haben, warum das jetzt aufkam, dieses Abkommen wird in Gesetzgebung umgesetzt werden in den unterzeichneten Ländern. Ich kann nicht für die USA sprechen, darüber wird Nate sprechen, aber in der Europäischen Union haben wir eine Grundverordnung, die die Liste des Abkommens sozusagen kopiert. Wenn also irgendetwas, was in diesem Abkommen exportiert werden soll, muss man eine Ausfuhrgenehmigung beantragen im jeweiligen Mitgliedsland. Und jedes Mitgliedsland hat dann spezielle Regeln. In den Niederlanden muss man eine königliche Anordnung haben, die dann heißt, du darfst nichts exportieren, sonst wirst du bestraft. Also das ist die Art der Umsetzung des Gesetzes in den Niederlanden. Also diese europäische Regulierung befindet sich gerade in einem Review-Prozess. Bewertung. Ja, und die aktuelle Regulierung ist aus dem Jahr 2009 und es wird also Aktualisierungen durch das Wassenaar-Abkommen geben. In den kommenden 2 Jahren gibt es also eine neue Regulierung, die eventuell oder vielleicht auch nicht eure Möglichkeit beitreffen wird, Technologie nach China zu exportieren. Wir wissen nicht einmal, was die Kommission vorhat zu tun, aber was wir wissen, ist, was passiert auf der US-Seite. Und dafür gehe ich an Nate. Also, vielen Dank, Walter. Auf der US-Seite, das Bureau of Industry and Security ist dafür zuständig, diese Arrangement umzusetzen. Im Mai diesen Jahres, das Department of Commerce hat die Regeln veröffentlicht und es war eine Katastrophe. Es war ein Schock für alle, die beteiligt waren. Es hat eine ganze Menge an Angst und Unsicherheit verursacht in der InfoSec-Community. Intrusion Software ist nicht kontrolliert laut dieser Spezifikation. Nur Technologie und nur die Implementierung ist kontrolliert. Das Problem ist, unter der USA-Definition, die Exportierregeln, nur darüber zu sprechen, wie eine Sicherheitslücke kann bereits als ein Export betrachtet werden. Und daher ist das wirklich, wirklich schlecht. Ein anderer Teil der US-Implementierung ist, wenn irgendein Teil dieser Software Krypto-Funktionen hat, dann muss die Person, die die Lizenz zum Exportieren beantragt, dann muss diese Person auch den Source-Code freigeben. Was das wirklich bedeutet, ist, dass wenn man ein US-Sicherheitsforscher ist, oder wenn man ein US-Citizen Bürger oder eine Green Card hat, das ist problematisch. Was die Regulatorien nicht tun, ist, sie verhindern nicht, dass jemand wie Hacking Team oder Finn Fischer, dass die ihre Taten vollbringen. Was wir halt auch aus dem Hacking Team Dump wissen, dass eine globale Exportlizenz unter Wassenaar zu bekommen ist relativ einfach. Was die Regulationen tun, ist, dass es kleinere Teams, Forschungsteams sehr stark behindern und das dadurch halt unmöglich machen zu arbeiten.
Und auch Tools wie Metasploit sind im Endeffekt unmöglich. Und im Prinzip alles, was irgendwie interessant ist aus der Security-Community, wird halt erschwert, unmöglich gemacht. Ich habe meine Reise mit Wassenaar gemacht, als das BS das ihr Dokument veröffentlicht haben mit den Regeln, als die Definitionen 2013 aufgenommen waren, war ich nicht so nah dabei. Ich bedauere das. Ich werde jetzt Meredith erzählen lassen aus ihrer Perspektive als Amerikanerin, die in Europa lebt, wie es für ihr Leben betreffen wird. Ich möchte außerdem sagen, dass alle, die Fragen stellen wollen, ab jetzt eingeladen sind, zu den Mikrofonen zu gehen. Von jetzt an ist also sozusagen die Fragezeit auch offen. Ja, Meredith. Okay, ich komme ursprünglich aus Texas, aber ich habe in Belgien gelebt seit 2009. Ich lebe seitdem in Belgien. Und dies unterwirft mich nun sowohl der US- als auch der EU-Umsetzung der Wassenaar-Abkommens. Und das, was Nate gerade besprochen hat, was am meisten relevant ist für mich, ist das, was als Export- und nicht berührbare Transferregulierung angesehen wird. Ich glaube, es war Großbritannien, das der EU diese Definition präsentiert hat. Intangible Transfer war das Stichwort des Tages bei einem Meeting in Brussels, bei dem ich teilgenommen habe zu dem Thema. Was heißt Intangible Transfer in der Praxis? Es heißt, wenn man eine Idee im Kopf hat, die als Export angesehen wird, darf man keine Grenze überschreiten. Es ist sogar noch schlimmer als das. Ich werde darüber in praktischen Begriffen sprechen. Eine Firma ist in San Francisco und produziert Signal und all diese schönen Dinge, die ich auf meinem Gerät habe, um mit Leuten zu sprechen. Und wenn es Menschen gibt, die mehrfache Staatsbürgerschaft haben, selbst an einem Konferenztisch in San Francisco, die darüber sprechen, mit jemandem, der nicht eine US-Staatsangehörigkeit hat, wird das dann als Export angesehen. Man muss nicht immer eine Grenze überschreiten, man muss nur seinen Mund öffnen, um Schwierigkeiten zu halten. Also ich bin also in einer Situation, die mit der Staatsangehörigkeit, die ich habe, und dem Ort, an dem ich lebe, gibt es zwei Sätze von Regulierungen, die es verhindern kann, dass ich reise oder überhaupt mit jemandem rede, weil ich verstehe, weil ich das grundlegende Prinzip verstehe, wie Exploits aus gewissen Unterschieden abgeleitet werden können. Das ist offensichtlich nicht das beabsichtigte Ergebnis, aber es ist nur eines von vielen Seiteneffekten, Nebeneffekten, die die Menschen, die diese Sachen verschriftlicht haben, offensichtlich nicht beabsichtigt hatten. Also wir haben hier eine neue Gedankenverbrechen. Ja. Richard, wie sind wir da hingekommen? Drück den Knopf. Der Entangleable Technology Transfer. Es ist halt schwierig, Vorlesungen oder Vorträge zu geben zu diesen Themen. Und es gibt ein weiteres Problem, wenn man halt zu einer Firma geht und dort irgendwelche Informationen herausgibt oder preisgibt, dann ist das schwierig. Und viele Firmen sind halt auch international und das hat natürlich Implikationen. Und dadurch hat man dann auch das Prinzip, eine Grenze, also eine juristische Grenze zu überschreiten. Die Ausgangslage davon war, hat in 2010, 2011 angefangen, wo das ursprüngliche Ziel war, es zu verhindern, dass Programme wie FinFisher und andere Malware zu verhindern. Und weil diese Programme halt verwendet wurden, weil es wirklich auf sehr unvorteilhafte Weise verwendet wurden,
Und Ländern, die nicht die technischen Fähigkeiten hatten, diese Dinge selbst zu entwickeln. Und die Leute waren sehr besorgt über die verschiedenen technischen Fähigkeiten und die Fähigkeit, diese Tools zu verwenden. Nicht, weil sie nicht das bekommen würden, was sie wollten, aber einfach, weil sie es verzetteln oder nicht hinkriegen würden, diese Sachen zu benutzen. Und technologisch fähige Menschen wären hingegen schon fähig dazu gewesen, diese Sachen zu benutzen. Wassenaar war damals als ein attraktives Ziel betrachtet, weil man einfach nur eine Organisation als Lobbyist überzeugen musste und dadurch bekam man standardmäßig über 41 Staaten, die dem Ganzen folgen würden. Und die Implementierung des viele der technischen Definitionen waren nicht unbedingt korrekt, aber das Fehlen von der Inklusion von Faktorsuchen, also es gab auch keine Unterschied zwischen Export von vielleicht neuen Snort-Regeln oder dem Export von neuen Malware oder Antivirus-Signaturen oder eventuell das Bekanntgeben von Malware, die eine ganze Klasse von neuen Angriffen repräsentiert, die neue Schutzmaßnahmen ermöglichen würde. Der Ansatzpunkt war wohl in guter Absicht, aber die Umsetzung, wie wir gesehen haben, hat doch eine Menge übrig gelassen. Also blieb doch sehr hinter den Wünschen zurück. Also die Nuancen des Problems wurden hier nicht gut aufgenommen. Nicht nur, es geht da nicht nur darum, dass das Ziel zu erreichen, sondern das Verhindern, dass also für die gesamte Security alles einfach kaputt gemacht wird. Aber ich denke auch, wir müssen auch darüber über den Text von Wassenaar hinausblicken, weil viele Dinge halt auch nachträglich noch hinzugefügt wurden. Wir müssen uns die Implementierung anschauen und uns über die möglichen stimme Richie zu, aber in meiner Perspektive, es wird versucht, eine juristische Definition zwischen guter und schlechter Software zu definieren. Und das ist natürlich eine ziemlich dumme Idee. Und der Abkühlungseffekt von einer schlechten Definition ist schlechter als eine andere Definition. Die Electronic Frontier Foundation sagte bereits, dass dass Zensur halt ein echtes Problem ist und auch Software wie FinFisher kann dadurch nicht gestoppt werden. Man kann Äthiopien FinFisher geben und die Leute dort werden nicht wissen, wie man diese Software bedient, ohne einen Servicevertrag. Und diese Serviceverträge sind halt das Entscheidende. Und Software kann man nicht wirklich kontrollieren, wie man den Export von physikalischen Gerätschaften kontrollieren kann. Nach meinem Verständnis, um Wassenaar zu reparieren, sollte man halt Intrusion Software nicht mehr dadurch regulieren. Okay, eine wichtige Anmerkung zu Wassenaar, die noch nicht genannt wurde. Open Source ist ausgenommen von Wassenaar. Ja, also Open Source ist manchmal irgendwie ausgenommen. Zumindest im Rahmen dieser Diskussion. Naja, es gibt hier keinen Hoffnungsschimmer. Public Domain ist ausgenommen. Das ist nicht das gleiche wie Open Source. Es gibt hier ein kleines Problem, das ich hier einwerfen sollte. Viele interpretieren internationale Verträge, zum Beispiel den Vertrag von Wien, der enthält eine
gemeinsame Definition von Wörtern, die nicht unbedingt mit der Realität zu tun haben. Public Domain ist nicht mehr unbedingt ein Urheberrechtsthema. Es gibt zwei Probleme. Das Wassenaar-Abkommen ist kein formaler Vertrag. Also es ist also nicht ganz klar, wie man ihn interpretieren soll. Auf der anderen Seite habe ich auch so nach so Ausnahmen gesucht. Und ich bin nicht so sehr ein Experte, überhaupt nicht wie die anderen an diesem Tisch. Aber es gibt sehr viel klarere Ausnahmen für zum Beispiel Open Source, für die Kryptographie bei Open Source, aber nicht so bei... Ich möchte noch dem hinzufügen, dass die Angriffe auf Open Source... Open Source Software ist, so wie ich es verstehe, ist nicht immer Open Source, zumindest nicht im Start, also zu Beginn des Projektes. Es kann später wirklich Open Source werden oder in die Public Domain kommen, aber solange es auf einer Entwicklermaschine rumliegt und noch entwickelt wird, solange ist es halt noch nicht Open Source, bis es erst wenn es committed wird und mit der Welt geteilt wird. Und das ist Information, die eben noch auf dem Laptop des Entwicklers bleibt, so lange. Und die Regierung mag es vielleicht beschränken, was Wir hatten sehr widersprüchliche Aussagen von Regierungen, wie zum Beispiel, wenn du mit etwas arbeitest, an etwas arbeitest, was du auf einer Konferenz zeigen willst, irgendwann in der Zukunft, ja, dann ist es vielleicht Open Source. Aber wie sollen wir so etwas beweisen? Wie sollen wir zeigen, dass wir an etwas arbeiten, an Code und Technik? Wie lange arbeite ich daran? Wann sieht das Licht des Tages? Also es ist dieser Prozess, bevor Dinge Open Source werden, bevor Dinge in den Public Domain eingehen, in die öffentliche Sphäre. Probleme beschränken die Fähigkeit der Menschen zu arbeiten. Und überhaupt die generelle Software-Idee ist gar nicht in all diesen okay. Es gibt eine weitere Frage hier links. Ich wollte mit euch eine Erfahrung teilen, die ich im Umgang mit Wassenaar hatte für Sprachverschlüsselung. Ich wollte wissen, wie ihr euch dazu verhaltet. Für Export von starker Verschlüsselung gibt es genaue Spezifizierungen, ob sie in die Kategorie der Massenverschlüsselungstools passen und in Exportkontrollen fallen. Und diese sehr klaren Regeln, sehr genauen Regeln, wenn der Endbenutzer in der Lage ist, den Verschlüsselungsalgorithmus zu ändern, wenn der End-User die Software ohne große Unterstützung des Herstellers besorgen und installieren kann. Und der Zweck der Technologie für Sprachverschlüsselung, was dann die Exportbeschränkungen festlegt. From a policy standpoint of view, a set of rules that the boundaries of what. Wenn man also jetzt politisch Regeln aufstellt, die aufstellen, was unter Exportkontrollen fällt und was nicht, wie zum Beispiel starke Verschlüsselung. But I would say that it's very, very difficult to look at a specific piece of software. Just. Es ist sehr hart, eine bestimmte Software anzuschauen, die Einsen und Nullen und sich daraufhin dann zu entscheiden. Also ohne die Möglichkeit eines Abkommens wie dieses, um das Ziel zu erreichen, um das es geht, wo es zum Beispiel eben um die Absichten der Personen geht, die die Software empfängt oder solche Dinge, das ist nun ausdrücklich nicht in der Definition von Intuition Software enthalten oder in Wassenaar. Es ist außerdem nicht immer offensichtlich von sich aus, was eine Software wirklich tut. Wenn man den Obfuscated C-Kontext sich anschaut, es gibt viele Fälle, wo eine Software offensichtlich oberflächlich gesehen eines tut, aber wirklich was anderes tut. Wir haben solche Probleme noch nicht in Exportkontrollthema gesehen, aber es ist möglich, um jetzt einfach mal hier das Krypto-Thema zu weiterverfolgen. Es war lange die Position der EFF, dass Krypto überhaupt nicht reguliert werden sollte. In den USA haben wir sehr wenige Regulierungen
über öffentlich zugängliche Kryptographie. Das Einzige, was man tun muss, ist die NSA zu benachrichtigen, dass man sie online stellt. Und die meisten Leute tun das wohl auch nicht. Um Meredith fortzusetzen, es gibt einen interessanten Wettbewerb, der jedes Jahr abgehalten wird. Und ich denke, aufgrund einer Linux-Verwundbarkeit, die vor ein paar Jahren gefunden wurde, wo ein Semikolon eingefügt wurde, jedes grobe Lesen des Source Codes würde den Eindruck erzeugen, dass alles in Ordnung ist, aber in Wirklichkeit würde man durch diesen Code tatsächlich Root auf jeder Box bekommen. Es gibt also einen Wettbewerb jedes Jahr, um neue innovative Wege zu finden, um Probleme mit Software einfach offen zu verstecken sozusagen, und wir haben mehrere Leute, die Fragen stellen wollen. Vielen Dank für dieses Podium, es war sehr informativ. Ich habe zwei Fragen, die verbunden sind. Die erste kommt von einem grundsätzlichen Wissen der Regularien. Es gab also offenbar erstmal ein Abkommen, das durch eine Anzahl von Abkommen erreicht wurde. Wäre es nicht interessant, durch die Protokolle dieser Treffen zu gehen und herauszubekommen, wer bestimmte Definitionen vorgeschlagen hat? Und eine zweite Frage ist, wie sind diese Abkommen in letzter Zeit durchgesetzt worden? Wenn etwas 2009 eingeführt wurde, dann gab es sicherlich vorher schon etwas. Ich denke, Richie sollte die erste Frage beantworten. Die zweite würde ich an Nate verweisen wollen. Außerdem würde ich gerne sagen, wir sind sehr dankbar für eure Dankbarkeit, aber haltet euch an die Fragen. Okay, das erste. Okay, ich bin vielleicht nicht das Gesamtbild, aber das erste Mal, als Privacy International auf diesen Text aufmerksam wurde, war fast nur Tage, bevor er vollständigt war. Soweit ich also weiß, gab es keinen Beratungsprozess, Konsultationsprozess. Und es war also ein Problem mit, ich denke, ein Problem mit dem Entwurfsprozess. Die Leute sind nicht nur zu spät einbezogen worden, obwohl es also riesige Konsequenzen gab und Menschen sehr, sehr früh beteiligt hätten werden sollen. Es ist jetzt so, dass die Folgen sehr, sehr, sehr weitreichend sind. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass HP aus einem Wettbewerb sich zurückgezogen hat, oder Microsoft, weil Fragezeichen gab darüber, ob man Menschen tatsächlich hinschicken konnte, um Zero-Day-Bugs und ähnliche Sachen zeigen zu können, ob man vielleicht eine Exportlizenz für jedes beteiligte Land bekommen müsste. Also es ist ganz klar, dass dieses Abkommen jetzt Dinge verhindert, aber es gab, glaube ich, keinen Konsultationsprozess außerhalb der Regierungen, die den Entwurf gemacht haben. Und was die zweite Frage angeht, wie werden diese Abkommen durchgesetzt? Die Antwort da ist, ich bin ein US-Rechtsanwalt, ich kann also nur in USA-Terms antworten. Und es wird sehr selten und nur sehr selektiv durchgesetzt, was ein sehr großes Problem in der EU wäre, weil selektives Durchsetzen könnte, du darfst das in Belgien nicht machen. Naja, Belgien ist Belgien. Naja, aber die Durchsetzung erzeugt dann einen Chilling-Effekt, und die Idee, dass etwas durchgesetzt werden könnte, reicht eigentlich aus, um die negativen Folgen auszulösen. Wir kennen das alle, denke ich, hier im Publikum, Leute, die sich aktiv engagieren wollen, Dinge verbessern wollen, Software, die wir benutzen, verbessern wollen. Das braucht in der heutigen Zeit die Möglichkeit, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Und ich bin nicht unbedingt sicher, ob die Tatsache, dass ein Abkommen durchgesetzt werden könnte, dass Menschen ins Gefängnis gehen könnten, was natürlich schon unmöglich ist, ob dieser Chilling-Effekt vielleicht verhindert, dass Leute überhaupt erst mit Forschung anfangen. Yes, thank you. I have a bunch of questions. Eine Frage aus dem Internet. Ich habe eine Reihe von Fragen. Im Detail, was ist der erwartete Einfluss wie Metasploit, was teilweise Open Source ist und Kali-Linux? Metasploit ist das Team hinter Metasploit hat entschieden, dass der Open Source Teil
dass es dort keinen Einfluss geben wird. Bei der Pro-Version hingegen gibt es einen Effekt bezüglich dem Abkommen. Und bei der Pro-Version wird deswegen auch viel teurer werden. Open Source soll weiter exportiert und benutzt werden. Okay, weitere Internetfragen? Ja, eine Frage. Was ist das genaue Problem im Detail? Dass Exploits mehr in die Öffentlichkeit kommen? Gibt es auch einen finanziellen Aspekt? Individuen, die juristisch greifbar wären, wenn sie Exploits hätten oder Sicherheitslücken. Und was ist mit, wenn man Exploits hat und damit eine Grenze überschreitet oder wenn man über Exploits spricht mit Fremden? Hi. Ein Akademiker aus Großbritannien. Und ich fragte mich, ob ihr kommentieren könntet über die Möglichkeit der Auswirkungen auf Forschung. Meine Forschung würde wahrscheinlich eingestuft werden unter der sehr großen Definition der Breiten von Überwachung. Und wie ist es mit Lehre? Wie soll ich lehren über eine internationale Gruppe von Studierenden in meiner Universität ohne eine Exportlizenz? Ich denke, du brauchst wohl leider eine Exportlizenz, wenn du internationale Studierende hast, weil es sich um einen nicht berührbaren, also einen intangible transfer handelt in den Köpfen der Studierenden. Wenn du diese Vorlesung hältst und sie gehen dann zurück in ihre Länder, das wäre also ein intangible technology transfer. Das ist wirklich nicht klar. Also es gibt keine klaren Grenzen, die gezogen werden, welche Arten von Forschung. Politiker haben uns oft ins Gesicht gesagt, oh, Forscher müssen sich keine Sorgen machen, aber sie sagen uns nicht, warum das so sei. Und wenn ich dann frage, wieso nicht, aus welchem Grund muss ich mich nicht sorgen über intangible knowledge transfer, also Wissenstransfer, dann gehen Sie einfach weiter zur nächsten Frage. Niemand scheint wirklich bereit zu sein, klarzustellen, wie es tatsächlich auf Forschung angesehen wird, mit Ausnahme von Australien. Die sind offenbar völlig zufrieden damit, alles mögliche kryptografische abzuzumachen im ganzen Land, aber das ist Australien. Und wir haben bereits gesehen, dass Doktorarbeit, die halt sehr stark zensiert wurde in der im United Kingdom wegen Wassenaar, und das ist einfach kaputt. Und deswegen wird dieser Chilling-Effekt, der setzt sich halt fort, weil wer will jetzt noch Forschung machen, wenn diese Probleme existieren? Und wenn man jetzt halt in der USA war und in Geografie Doktorarbeit gemacht hat, dann kann man halt, man verschwendet halt viel Zeit, wenn man in dieses Feld reingeht und dann nichts publizieren kann. Und die Leute haben deswegen halt Angst, weil wenn sie irgendwas publizieren, dass sie das halt zurückziehen müssen oder dass sie halt Ärger kriegen, deswegen. Ich weiß auch nicht genau, was Sicherheitsforschung eigentlich ist, wo sie anfängt und endet. Also Menschen, die einfach mit Software ein bisschen herumspielen, ein bisschen Reverse Engineering machen mit irgendwelchen Teilen von Code, einfach weil sie das gerne tun, ob sie jetzt nun mit einer Universität offiziell verbunden sind oder nicht. Also viele der angeblichen Schutzmaßnahmen oder Ausnahmen für Dinge wie akademisches Material sind einfach sinnlos, in meiner Ansicht nach. Also diese Definition, was ein Sicherheitsforscher ist und was nicht. Und Zusammenarbeit über Grenzen ist nötig. Und ich meine genau das, weil ich halt nicht zu einer Universität dazugehöre. Und ich mache das halt beruflich. Ich bin ein Programmierer, ganz normaler, ja. Und ich mache das nur in meiner Freizeit. Aber in der USA muss man sich halt nicht so wirklich Sorgen darüber machen. Gibt es irgendeine Hoffnung, hier rauszugehen und behaupten zu können, dass es sich um Redefreiheit handelt, das Meinungsfreiheitsprinzip handelt, wenn es um den akademischen Bereich geht? Ich kann dir eine Antwort aus europäischer Perspektive geben, Nate wahrscheinlich aus US-Perspektive. Als eine Art von Grundlage für diese armen europäischen Länder, die nicht einmal eine Verfassung haben, wie Großbritannien zum Beispiel,
oder irgendeine oder irgendwelche rückständige Monarchien wie die Niederlande zum Beispiel. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist die Institution. Artikel 10 sagt, Meinungsfreiheit soll, ich fasse zusammen hier, keine Zitate, die Meinungsfreiheit soll nicht angetastet werden, außer durch ein angemessenes, verhältnismäßiges Gesetz. Und es gibt keinen Hinweis, keinen klaren Unterschied hier, warum wir das nicht haben sollten. Wir haben schon die Cybercrime-Konvention, die sicherlich ähnlich Chilling-Effekte hat, die niemals herausgefordert wurde im Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Aber es ist eine sehr gute Frage. Können wir das reparieren? Nachdem Nate die Themen des ersten Verfassungszusatzes behandelt, okay, also Redefreiheit, wie gesagt, in Großbritannien, in der EU, ist ein sogenanntes qualifiziertes Recht für die Privatsphäre und die Qualifizierung ist Gesetz, auf einem Gesetz basiert. Aber oft ist es so, dass Meinungsfreiheit, man kann sie ausweichen, ebenso wie Privatsphäre. Also wenn jemand hier seine Redefreiheit ausrichtet, es kann zum Beispiel Geheimhaltungsabkommen geben, die dem entgegenstehen. Es gibt also hier eine Balance, die man zwischen Meinungsfreiheit oder Redefreiheit und dem Regime der Regeln des Landes ausüben soll. Und also es kann da oft eine Kollision geben in der realen Welt. Aus einer USS-Perspektive, wenn das Ganze dann tatsächlich gesetzt wird, ich würde gerne dann das vor Gericht herausfordern und das dabei dann das zu Fall bringen. Und da gab es den Fall Bernstein oder EJB gegen das russische Justizministerium und wir hatten hier Kryptographie, die aus der Waffenliste der USA herausgenommen wurde und in eine sehr viel geringer kontrollierte Kategorie eingestuft wurde. Und ich denke, zumindest im US-Recht, zumindest für Open-Source-Software, selbst wenn sie nicht öffentlich erhältlich war, ich denke, hätten wir ein sehr, sehr gutes Argument, dass die Regeln also den ersten Verfassungszusatz nicht erfüllen und deswegen ungültig sind. Und die US-Verfassung, nach der US-Verfassung ist auch so, wenn ein Strafrecht und Exportkontrollen sind Strafrecht, wenn es diese Regeln nicht sehr schnell verständlich sind durch eine Person durchschnittlicher Intelligenz, dann sind diese Regeln ungültig. Das ist also eine Doktrin in der US-Verfassung. Ich würde also sagen, dass das auch hier scheitern würde. Ah ja, wir könnten auch die Church of Weird Machines als Institution registrieren, dann hätten wir auch Religionsfreiheit als Problem für Wassenaar. Ich möchte betonen, dass mir keine europäische Gesetzgebung bekannt ist, die das durchsetzen würde. Und dass es keine Ausnahme dafür gibt. Also wenn man das Gesetz halt nicht versteht, dann ist das dein Problem. Es gibt keine Wagenesklausel. Ja, es gibt also Rechtssysteme, in denen es heißt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe und das könnte hier oft leider doch angewendet werden. Wie gut kann man das Ganze reparieren? Wenn wir uns anschauen, was die Ziele sind, was die Ziele am Start war, das Ganze hatte natürlich gute Absichten. Da war ein reales Problem, das gefixt werden musste. Es gibt natürlich einige Schwachpunkte in dem Ganzen, was man halt behandeln und korrigieren muss. Wenn ein Mechanismus nicht dazu fähig ist, das Problem selbst anzugehen, dann müssen wir halt andere Mechanismen betrachten. Eine offene Frage ist natürlich, Wassenaar betrachtet natürlich die Einsen und Nullen und nicht den
das, was die EFF nun im Gericht für EJB ausgefochten hat. Und das war so eine verrückte Situation, so ein für die Regierung, dass das also dann die Sache zum Fall gebracht hat. Und vor Gericht zu ziehen ist etwas, was man macht, sobald das Gesetz halt steht. Und sowohl die EU als auch die US also der Prozess ist noch nicht beendet. Das einzig Greifbare, was wir haben, ist halt diese Aufzeichnung von diesem nicht-legislativen Report. Also im Prinzip, es ist halt alles noch nicht wirklich fest und noch nicht wirklich klar. Aber zumindest, es gibt das Potenzial, eine europäische Implementierung dieses Abkommens zu haben, das dann weniger schlimm ist als das, was wir schon haben. Und das Frustrierendste an diesem Ganzen ist, wir versuchen oder wir sehen halt immer diese ganzen Angriffe. Eigentlich sollten wir ja alle Verbündete sein. Wir sollten ja eigentlich alle als Anti-Überwachungs-Leute sein. Aber das Problem ist halt auch, dass viele Leute, die eigentlich auf unserer Seite sind und die denken, es ist eine gute Idee, dann tatsächlich etwas machen, was halt, wo wir sehen, dass das schlecht ist. Und dann haben wir natürlich Geheimdienste wie die NSA und die GHQ, die natürlich ihre eigenen Pläne durchrücken wollen. Und dann haben wir das Problem, dass wir die Leute halt beeinflussen müssen, dass wir mit diesen Leuten zusammenarbeiten müssen, dass wir halt dafür sorgen müssen, dass die dann auch nicht blöde dastehen, wenn sie sowas Blödes vorschlagen. Und eigentlich ist unsere Aufgabe nicht, jetzt nett zu anderen Leuten zu sein. Naja, eigentlich schon, aber es ist schon ziemlich frustrierend für mich. Und ich finde diese Situation halt doof. Wie können wir verhindern, dass sowas nochmal passiert? Und wir haben auch noch nicht aus den Fehlern aus den Crypto Wars gelernt. Das Problem mit den Dingen, die in den 90ern passiert sind, die Lehren, die wir daraus gezogen haben, sollten... ich frage mich halt, was wir in 10 Jahren machen werden. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Bitte erstmal eine Frage aus dem Internet. Danke, Herr Reit. Also das Internet möchte gerne wissen, ob Verteidigungstechnologien potenziell auch durch dieses Abkommen... Es gibt keine Verteidigungstechnologie, die auch eine Angriffstechnologie ist. Die wird also auch unter das Abkommen fallen. Bekommen wir jetzt hier beschissene Alltagssicherheit, weil Dinge nicht exportiert werden? Ja. Ein Teil des Problems ist, dass die Wassenaar-Definition über Risiko sprechen. Also man kann natürlich jetzt... man hat natürlich viele Werkzeuge, um Geräte abzusichern, aber durch Wassenaar wird das halt alles problematisch, weil diese Tools halt auch von schlechten Leuten verwendet werden können. Nummer eins, bitte. Okay. Eine der seltsamen Dinge über die ITAR-Regulierungen, die in den USA, man ist auch haftbar für all das, was End-User, zu denen du exportierst, was sie mit der Software machen. Gibt es etwas Ähnliches in der Implementierung von Wassenaar? Das einfach nur auf der US-Waffenliste. Es ist nicht auf der Munitionsliste, es ist auf der Export-Beschränkungsliste und deswegen ist es weniger problematisch. Ein Problem, das wir sehen, ist, dass traditionell Technologie
Ja, das Problem ist halt, dass die Regulatoren meistens eher so auf militärische Exporte schauen, wenn sie diese Regeln machen. Aber es gibt natürlich auch ist nicht unbedingt klar, dass diese Dinge auf irgendwas für eine Julius-Liste sein sollten. Aber es sollte anerkannt werden, dass die positiven Aspekte die negativen weit überwiegen. Und wenn man die defensiven Werkzeuge nicht hat, um sich zu wehren gegen Angriffe, dann haben wir also sehr viel billigere was auch immer man auf Alpha Bay oder wo auch immer in Zukunft kaufen möchte, kann man sich dann schlecht gegen schützen. Danke. Ist dieses Wasserner-Abkommen Entwurf irgendwo verfügbar? Go to wassenaar.org. Dort ist das Abkommen verfügbar. It's jetzt kein Entwurf mehr, sondern es ist endgültig. Nummer 4, bitte. Okay, ich denke, hier ein Punkt auf einem abstrakten Niveau. Wir haben gelernt, dass in den 1990er Jahren das damalige Wassenaar-Abkommen mit ihren seltsamen Definitionen, mit zurückhaltenden Worten, Public Domain in Anführungsstrichen und dieses seltsame Framework, dieses seltsame Rahmen, war also furchtbar für Kryptographie. Wir bekamen damals irgendeine Form von Ergebnis, das war großartig, aber jetzt kommt es zurück und die Idee von möglicherweise eindringender Software, über die wir hier reden, es ist jetzt vielleicht ein bisschen enger dran an solcher Software, wie es bei Krypto war. Also der Grundabsicht war vielleicht irgendwie Dual-Use-Tool aus von der Armee eines neuen Landes fernzuhalten. Die Idee ist wohl jetzt offensichtlich die Dual-Use-Technik aus den Händen von Regimen von denen fernzuhalten, die es vielleicht gegen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Also ich denke, was wir hier lernen, ist, es gibt wohl eine Menge von Seiten und Zweiteffekten, die unerwünscht sind. Ich würde gerne von den Panel, von den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern hören, was ihre Ansicht ist. Was könnte eine vernünftige Regelung für solche Techniken sein? Wir hören bisher immer nur, soll das Krypto frei erhältlich sein, soll sagen wir selber über Angriffstechnologien? Ich habe ein Paper zusammen mit Seda Brau. Also meine Perspektive hat sich im Laufe der Zeit während dieser Unterhaltung verändert. Also ich habe mir halt überlegt, wie kann man die Sprache so ändern, dass es einfacher verständlich ist oder vernünftiger. Das Problem mit der aktuellen Sprache ist, die Sprache über ausführbare Pfade ist im Endeffekt bedeutungslos. Niemand weiß, was es bedeutet. Und selbst wenn man sich darüber einigen würde, was es jetzt bedeutet, dann wäre es nicht helfbar. Es gab vor kurzem ein Paper über Control Flow Bending und sie schauen sich Control Flow Integrity Systems und das sind Systeme, die versuchen, Whitelists im Control Flow in einem Programm legitim sind und man versucht dann halt nur diese Sachen auszuführen und alle anderen Kontrollpfade werden als Exploit betrachtet. So wie es aussieht, kann man dabei dann auch eine ganze Menge Speicherprobleme haben, Speicherverletzungen haben. Und man kann dabei auch Exploits kriegen von bei Systemen, die eigentlich als integer angesehen werden. Das viel Wichtigere ist, eine Regierung irgendeines Drittlands
braucht halt einen Support Contract, weil sie die Software nicht selber bedienen können. Und das sollte man halt regulieren. Und ich bin beteiligt an dem an der Klage gegen Äthiopien für die Benutzung von Finfisher. Und wir verurteilen und Privacy International hat einen Fall gegen Gamma in Großbritannien aus demselben Grund. IFF war in Gerichtsverfahren gegen Cisco involviert, weil sie in China die große Firewall eingebaut haben. Also solche Haftungsfragen, also wenn es um die Sachen geht, von denen wir nicht wollen, dass Firmen sie tun, das wäre also möglicherweise sehr, sehr viel erfolgreicher und könnte Chilling Effects bei den gegen die schlimmen Dinge haben, ohne dass die Sicherheitsforschung beeinträchtigt wird. Das, was ich denke, ist, dass ein wichtiger Punkt ist, für jemanden, der einen Hammer hat, dann sieht das alles halt wie ein Nagel aus. Und Wassenaar ist halt das Werkzeug, der Hammer. Und natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die besser sein könnten. Und man sollte halt erforschen, ob man die Sprache verbessern könnte und ob es noch andere Mechanismen gibt, die bereits existieren. Und mit jemandem mit einem Jura-Abschluss, alles sieht aus wie eine Anklage oder ein Gerichtsverfahren. Ich habe in Südafrika Cyber Security bemerkt, also beobachtet. Also es gibt da eine Cybercrime Bill, Gesetz. Anmerkung des Übersetzers, er liest gerade den Gesetzestext vor. Für mich sah es halt so aus, als wenn ganz viel darunter fällt. Wie kann man also zwischen dem Besitz von Malware zu besitzen und infiziert von Malware zu sein? Judicial context. I mean, an exploit is still an exploit. Ein Exploit ist immer noch ein Exploit, das auch eine Grenze überschreiten kann. Und wenn das jetzt in den Händen eines Forschers, Angreifers oder infizierten Computers ist, wie unterscheidet man das? So we have no idea, because this is Cybercrime Convention, which is an entirely different framework from Wassenaar. Again, most industrialized nations have signed. It has become in most implementations a crime to possess. In den meisten Legislaturen ist es illegal, Malware zu besitzen, selbst wenn man ein Opfer ist. Man ist effektiv ein Krimineller. South Africa is a signatory to Wassenaar, though I just looked it up. Und Südafrika hat das Wassenaar-Abkommen unterschrieben. Das habe ich gerade nachgeschlagen. So if you're a victim of malware and you happen to cross a border, you don't have the intent to export, so no crime. And I think allerdings, wenn man dann über die Grenze überschreitet mit einem infizierten Laptop, dann hat man nicht die Absicht, das Ganze zu exportieren, und dadurch ist es jetzt kein Verbrechen. Hat am Anfang gesagt, dass das eigentliche Malware selbst streng genommen die Absicht von Wassenaar war wohl nicht, irgendwas zu kontrollieren, was auf dem Gerät irgendeines Individuums eine Grenze bestreitet. Genau, weil es darum ging, dass ein unschuldiges Opfer eine Grenze beschreitet. Und jetzt nach der Analyse des eigentlichen Texts fanden sich doch mehrere Wege, wie möglicherweise Code oder ausführbare Dateien auf dem Gerät eines Opfers doch als Teil von Wassenaar oder als Unterwassenaar-Feind angesehen wurden. Hier ist etwas Seltsames unter der US-Implementierung. Der Code selber ist nicht Teil der Kontrolle, aber die Kommentare im Code sind definitiv Teil von der Exportkontrolle.
Wir haben langsam wohl keine Fragen mehr aus dem Saal. Ah, doch. Ihr habt gesagt, dass, dass das Hacking-Team sehr einfach eine Lizenz bekommen konnte. Würde es schwer sein, für uns alle eine Lizenz zu bekommen? Ja, ich denke, Hackteam hatte eine besondere Beziehung mit dem italienischen Regulierer, um diese Lizenz zu bekommen. Und ich denke, Leute, die mit Software spielen wollen und sich mit dem Problem beschäftigen sollten, nicht unbedingt mit ihrer Regierung sich registrieren, um eine Lizenz zu bekommen. Man sollte in der Lage sein, einfach selbst die Forschung durchzuführen. Sonst, angenommen, jemand in Kanada bekommt seine Finger, sieht Finfisher oder Hacking Team und möchte jetzt eine Registrierung mit der kanadischen Regierung durchführen. Und dann könnte es dazu, dann würde man also Finfisher und Co. sagen, wie mache ich hier Reverse Engineering auf deiner Malware? Ich denke, ob diese Information innerhalb der Autorisierungsbehörde bleibt oder ob es vielleicht dann weitergeleitet wird an die Firmen, die involviert sind in dem Verkauf dieses Materials, sodass sie also nur einen Tipp bekommen, hey, jemand hat eine Probe eurer neuesten Malware und ihr möchtet sie vielleicht verändern. Ich denke, dass eine Sache, die gemacht werden könnte, um die Absurdität zu verdeutlichen, um einigen von Lizenzbestimmungen zu zeigen, wäre jetzt, dass man halt einen DDoS-Angriff macht auf die Lizenzvergabe machen könnte. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und mit dieser Bemerkung danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß. Puh, ja, danke auch fürs Zuhören, für die deutsche Übersetzung, sicherlich mit einigen Lücken. Das Tempo war schwierig.